In diesem Video zeige ich dir, wie sich meine Latte Art in den letzten 2,5 Jahren entwickelt hat, um dich zu motivieren und dir Mut zu machen, immer weiter zu üben. Zu jedem Gießversuch im Video gebe ich dir ein paar kleine Tipps und Hinweise, die dir bestimmt auch für deine Latte Art weiterhelfen. Viel Spaß beim Video! Bei diesem Herz ist die Milch zu dick und nicht gut gerollt beim Aufschäumen. Das Ergebnis wirkt daher inhomogen und etwas grisselig. Am Anfang fiel es mir sehr schwer, die unteren Blätter einer Tulpe weit genug in die Tasse hineinzuschieben. Die Tulpe war daher häufig nicht symmetrisch in der Tasse. Bei diesem Herz hier ist die Milch schon besser. Ich hätte aber etwas stärker und mutiger gießen müssen, dann wäre das Herz noch größer und vor allem mittiger in der Tasse gelandet. Mit diesem gefächerten Herz hier war ich damals ganz zufrieden. Meine Wiggle-Bewegung war aber viel zu schnell und auch unrund. Das Problem hatte ich sehr lange, auch bei anderen gewickelten Motiven, wie zum Beispiel bei der Rosetta. Ich denke, dass viele vor allem zu Beginn große Schwierigkeiten mit der richtigen Hin- und Herbewegung beim Wickeln und vor allem mit der richtigen Geschwindigkeit haben. Ich möchte dir aber Mut machen, immer weiter zu üben. Das Wickeln ist nämlich auf jeden Fall eine Übungssache und verbessert sich garantiert mit der Zeit. Je länger ich es probiert habe, desto besser ist es mir dann auch gelungen. Und vor allem auch, weil ich verstanden habe, dass man viel langsamer wickeln kann, als ich anfangs dachte. Mit solchen Ergebnissen war ich dann immer richtig happy. Wie du siehst, bewege ich das Kännchen beim Wickeln wirklich recht langsam hin und her. Später habe ich dann mal ein ziemlich detailliertes Video zum Wickeln gemacht. Falls du da noch Probleme hast, schau dir das gerne mal an. Ich verlinke es dir oben. Bei Tulpen habe ich gemerkt, dass zu Beginn weniger mehr ist. Lieber nur 3 Schichten, diese aber dafür gut und symmetrisch in der Tasse platzieren. Mit verschiedenen neuen Milchkännchen habe ich mich dann auch an neue Motive, wie hier zum Beispiel den Schwan, gewagt. Auch da ist wieder eine ruhige Wiggle-Bewegung der Schlüssel zu schönen Ergebnissen. Mit der Zeit hatte sich dann auch meine Präzision bei der Tulpe deutlich verbessert. Achte aber auch mal auf die Milchkonsistenz. Auch die wurde mit der Zeit immer besser. Ich habe tendenziell kürzer Luft eingezogen und mehr Konzentration auf eine lange und gute Rollphase gelegt. So wurde die Milch mit der Zeit immer seidiger und homogener. Etwas kompliziertere Motive wie die Rose zum Beispiel haben damit eigentlich immer schon recht gut geklappt. Hier siehst du jetzt einen meiner ersten Versuche mit den WPM-Kännchen. Sie sollten sich im Laufe der Zeit für mich als echter Gamechanger erweisen. Das Herz gelang mir mit der breiten Tülle direkt viel, viel besser als alle Herzen davor. Und auch das Wiggeln ging auf einmal einfacher und vor allem kontrollierter. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass alle Motive extrem profitieren, wenn ich beim Wiggeln besser werde. Ich finde, das sieht man beim Schwan im Vergleich zu meinen früheren Versuchen ziemlich deutlich. Ich probiere beim Schwan immer lieber etwas langsamer zu wiggeln, das Kännchen aber recht schnell zurückzuziehen. So bekomme ich schön viel Luft zwischen die einzelnen Federn des Flügels. Mit der Zeit habe ich mich dann auch an komplexere Motive gewagt, die mit ein paar Versuchen auch immer einigermaßen gut gelungen sind. Ich bin aber sicher, dass das vor allem daran liegt, dass ich wirklich lange und viel nur die Basismotive Herz, Tulpe und vor allem Rosetta geübt habe. Auch früher habe ich nämlich zwischendurch immer mal etwas Schwierigeres probiert, was in der Regel aber leider nie geklappt hat. Ich möchte dir also wirklich sehr gerne den Tipp geben, viel Zeit in die Grundmotive zu investieren und nicht zu früh zu viele verschiedene und schwierige Motive auszuprobieren. Auf Dauer lohnt sich das, auch wenn es natürlich manchmal schwer fällt bzw. langweilig ist, die 100. Tulpe zu gießen. Falls du dir für deine Latte Art übrigens mehr Kontrast wünschst, habe ich noch folgenden Tipp.
Probier es mal mit einem doppelten Ristretto anstatt eines Espressos als Basis. Ein Espresso, vor allem ein einfacher, kann manchmal verdünnt mit der geschäumten Milch ganz schön hell werden. Seit ich für meine Latteart fast nur noch einen doppelten Ristretto verwende, ist meine Latteart deutlich kontrastreicher und damit, wie ich finde, auch wirklich schöner geworden. Mein Video zum Ristretto verlinke ich dir oben. Auch die Konsistenz der Crema beim Ristretto empfinde ich als vorteilhaft für Latteart im Vergleich zu einem Espresso, vor allem im Vergleich zu einem einfachen Espresso. Schwierig in Worte zu fassen, aber sie ist irgendwie dicker und gleichzeitig deutlich flexibler. Richtig gut für Latteart. Probier das gerne mal aus. Das ständige Versuchen, das Milchaufschäumen immer noch mehr zu verbessern, das Üben der Wiggelbewegung, die Kännchenwahl und der Wechsel vom einfachen Espresso zum doppelten Ristretto waren gefühlt für mich die ausschlaggebenden Punkte, mit denen sich meine Latteart mit der Zeit merkbar verbessert hat. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video etwas motivieren, immer weiter zu üben und vielleicht hilft dir ja der ein oder andere Tipp auch für deine Latteart weiter. Ich würde mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen und falls du Fragen haben solltest, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.